Moin moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von der ersten Villa Karriere. Und diesmal geht's gegen Tottenham Hotspur, die 17 Punkte haben, also 10 Punkte mehr als wir. Und wir sind Platz 19, das ist nicht gut. Und wir hatten in der letzten Folge Fulham gehabt. Fulham, wo wir ja ein Unentschieden geholt haben, was ich stark fand. Aber hätte man vielleicht auch gewinnen können. Aber ist ja auch jetzt egal, jetzt geht's gegen Tottenham. Wir quatschen lang gehen rein. Wir angekommen in Tottenham. Tottenham Hotspur Arena. Und Aston Villa ist zu Gast. Es ist kein leichter Gegner, auch ein sehr unangenehmer Gegner. Tottenham, man, wer sie nicht kennt, also man müsste sie eigentlich halt wirklich kennen. Na, das ist eine bombastische Mannschaft. Ich weiß auch gar nicht, wo sie zurzeit stehen in der Tabelle im Live. Oh, wohin? Traoré, ohne ihn dir. Schade. Traoré gibt lieber noch eine Vorlage hin. Forster am Tor, okay. Grätsche, sauber, aber es gibt eventuell rot. Ne, es gibt gelb. Ist okay. Aber schon so früh eine Verwarnung zu haben nach 10 Minuten ist nicht so nice. Ah, die Sauna. Wow. Was, das war die Latte? Ich dachte, mein Torwart hätte eine Parade gemacht. Honigson. Da sehen wir es nochmal. Boah. Schön. Die Dings. Dreieckangel getroffen. Boah. Traoré. Let's go. Traoré. Traoré, Traoré, 1-0. 1-0, ersten Wähler. Nice. Vorteil, 5-3. Ja, stark. Oh, gut. Ich wollte gerade sagen, ey, wenn wir jetzt runtergefasst hätten, ne? Das wäre nach hinten losgegangen. Douglas Luiz. Cash. Kamara. Ding. Diaby. Diaby, schade. Weiter geht's. Ärgerlich. Aber weiter geht's, komm mal. Aber haben wir. Alles gut. Oben raus, Cash. Traoré muss da eigentlich nur laufen. Beziehungsweise da einfach nur durchstarten. Watkins, schade. Wollte gerade einfach mal probieren zu schießen. Aber direkt der Ball geklaut worden. Hab ich. Wunderschön. Und jetzt Traoré. Traoré ist auch schnell, ne? Darf man auch nicht vergessen. Traoré ist auch schnell. Wir haben so einen schnellen Spieler bei Aston Villa. Oh, die Flanke kommt sehr schön, aber weiter geht's. Erstmal runter. Dinge. Nächste Flanke.
Aber da ist halt keiner von uns diesmal. Ah. Nein. Aufpassen. Torwart, da musst du doch hin. Ach, so unnötig, jetzt da die Ecke rauszuholen. Ah, und das ist auch noch so kurz vor der Halbzeit. Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Oder auch nicht. Keep, was noch da. Schade. Aber das war's von der ersten Halbzeit, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. Starten wir rein. Wir liegen nur knapp vorne mit 1-0 durch Traoré. Und kassieren direkt den Ausgleichstreffer. Ach Mann. Das kann nicht wahr sein. Warum denn ausgerechnet jetzt den Ausgleichstreffer, ey? Und das auch noch so früh zu kassieren und jetzt liegen wir hier fast noch 2-1 hinten. Das kann nicht wahr sein. Wir müssen besser machen. Viel, viel besser. Kann nicht wahr sein. Jetzt aber Tottenham mit 2-1. Jetzt wird es halt wieder extrem schwer zurückzukommen. Vielleicht kriegen wir ja wieder einen Punkt. Auch wenn das zu wenig wäre. Lieber ein Punkt anstatt 0 Punkte. Und das gegen Tottenham, so wisst ihr. Nee, Bissouma, Junge, geh weg. Bissouma, Junge, Bissouma ist so stark als Innenverteidiger. Beziehungsweise Mittelfelder. Können wir hier noch mal was schaffen? Watkins. Und da ist die Chance. Sie ist die Chance. Oh mein Gott, Alter. Im zweiten Versuch erst. Douglas Luiz. Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, wenn man den nicht macht, ne? Ei. Nochmal Glück gehabt. Im zweiten Versuch. Den doch drinne. Aber mir wäre es lieber gewesen, wenn es direkt beim ersten Versuch drin gewesen wäre. Konsa. Bricht erstmal ab. Das Luis, Watkins, Watkins, Watkins setzt sich durch da. Watkins, Schuss wird abgeblockt, aber Diaby ist da. Direkt das Spiel gedreht, 2 zu 3. Let's go. Oh ne. Fast das 3-3, Leute. So, Leute. Jetzt machen wir einen Viererwechsel. Und einen Fünferwechsel, wie auch immer. Frische Kräfte rein. Oh mein Gott. Diego Carlos eingewechselt, ne? Macht direkt einen Fehler in die Abwehr. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Pech. Kann sich leider nicht durchsetzen. Dinge.
Kommt er durch? Nein, leider nicht. Weg. Ich habe Zeit, ne? Ich habe ganz viel Zeit. Das ist das einfach Beste. Wir liegen halt vorne. Diaby. Läuft runter. Flankt. Und die kommt gut. Und die kommt sowas von gut. Schade. Oh, aufpassen dann mit der Grätsche. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Nicht jetzt. Nicht jetzt das Gegentor kassieren. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Martinez ist da. Und es gibt Elfmeter. Nein. Elfmeter für Tottenham. Oh, ist das ärgerlich. Buendia ist derjenige, der es verursacht hat. Richarlison kommt. Aber Højlundsson schießt. Højlundsson, er macht ihn. Wir waren in der richtigen Ecke und Højlundsson macht den Ausgleichstreffer. Oh mein Gott. Ist das bitter. Wir sind in der richtigen Ecke und dann geht er trotzdem rein und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Oh Leute, und in der nächsten Folge geht's dann gegen Alkmaar. Sie sind Erster. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.